Vom einfachen Denken zum komplizierten Denken für die Fachleute. Wenn wir eine konkrete Situation in den Griff kriegen müssen, ist das noch relativ einfach. Einfache, schnelle Lösungen durch vererbte Instinkte. Das macht der Affe in unserem Kopf. Oder gelernte, systematisierte, sozialisierte, eingeübte Lösungen. Und vielleicht sogar schon ein klein wenig einfaches, zielgerichtetes, bewusstes Denken, das Nachdenken. Das verhindert die kleineren Schäden bis hin zu erstmal Lebensrettung. Nicht bei Rot über die Ampel gehen. Nicht überfahren werden. Für den zweiten Schritt haben wir ja dann unser Hirn zum Nachdenken. Und wir haben sogar noch ein bisschen mehr, falls es uns nicht vorenthalten wurde. Es gibt ja einige in unserer Gesellschaft, die ein hohes Interesse daran haben, uns Bildung, Wissen, Information vorzuenthalten oder uns gar zu belügen. Also falsche Informationen, falsches Wissen und viel Bildung, aber nicht die, die wir brauchen zum Klardenken für gute Entscheidungen für uns selbst, für unser Leben und vielleicht, wenn wir einen Schritt weiter gehen, für den Rest der Welt. Das ist nämlich deswegen kompliziert, weil wir da einen Vorgang machen müssen, der so in der Evolution nicht so wirklich vorgesehen war. Nämlich in die Zukunft gucken, aber nicht beim Astrologen, bitteschön. Und nicht im Kaffeesatz. Vorbeugen. Was tun, um Gefahren vorzubeugen? Geht nicht mehr, wie schon gesagt, mit den genannten Instrumenten vom tierischen Instinkt bis zum Eingeübten, dem Gelernten. Es erfordert voraus schauendes, bewusstes Denken, Nachdenken, plus Information, Bildung, Wissen, Sachkenntnis. Aber das ist noch lange nicht alles. Wenn wir das alles haben, und wer hat das schon, dann kommt noch die Fähigkeit dazu, sinnvoll zu denken. Also die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die immer sehr bescheiden sind, bei einer so ungeheuer komplizierten Welt, diese Erkenntnisse in ein funktionierendes Denksystem einzubauen, wo nicht eines dem anderen widerspricht. Die Fähigkeit, sagt die Wissenschaft, wenn sie nicht von Leuten bezahlt wird, die gerne das Gegenteil lehren möchten, damit sie weiter die gesamte Welt über den Tisch ziehen können. Also sagt die ehrliche Wissenschaft, die sich auch manchmal irren kann, aber meist sind es nicht die Irrtümer von ehrlichen Wissenschaftlern, sondern es sind die gekauften
Irrtümer, wie wir wissen. Also, die Fähigkeit des Denkens, das, was uns über die Tierwelt siegen lässt, erfolgreich sein lässt, ist leider, leider abhängig fast ausschließlich von Genen. Also ein reiner Glücksfall. Es ist eine Unverschämtheit, jemanden, der dieses Glück, so etwas nicht, sowas vererbt zu haben, nicht hat, der dieses Glück nicht geschenkt bekommen hat, diese Gaben, den auch noch zu beleidigen und zu kränken, anstatt hinzugehen und zu sagen, so, okay, kein Problem, hast du nicht mitbekommen, wir sind für dich da, wir helfen dir, wir unterstützen dich, aus dir machen wir auch noch was. Da sollten die Intellektuellen schwerstens darüber nachdenken, wie schlimm ihre Verbrechen in dieser Beziehung sind, wo sie doch sonst immer so menschenfreundlich sind. Meine lieben Menschenfreunde, die ich auf eurer Seite bin, da habe ich einen schweren Vorwurf. Da muss ich was tun. Also, die Fähigkeit des sinnvollen Denkens ist ein Geschenk der Natur. Ist Vererbung. Hat man oder hat man nicht, kann man nichts dafür. Man kann gerade noch mal so verhindern, dass das, was wenigstens schon vorhanden ist oder was vielleicht sogar sehr üppig vorhanden ist, nicht dadurch zerstört wird, dass in den ersten Lebensjahren, also schon während der Schwangerschaft und kurz danach nicht alles radikal zerstört wird, dass da nicht schon die ersten Defekte installiert werden. Dass die angeborenen Talente vernichtet werden, bevor sie sich entfalten können. Also, Fazit, das kompliziertere Denken ist das, das nicht automatisch läuft durch Instinkte, durch auswendig Gelerntes, sondern was man sich erarbeiten muss. Man muss darum kämpfen, sich die Zukunft vorstellen zu können. Wie könnte es sein? Ursache, Wirkung. Was wird die Folge sein, wenn wir das und das tun oder das und das unterlassen? Das sind Überlegungen, die vielleicht auch mal einen Fachmann brauchen, wo man lernen muss, sich den richtigen Fachmann herauszusuchen und dann ihm zu vertrauen. Wie beim Arzt. Ich gehe nicht zu jedem Arzt. Ich schaue mir den Arzt an und wenn ich denke, ja, der hat's drauf, dann gehe ich immer wieder zu dem. Und erkundige mich bei Freunden, ob sie einen guten Arzt kennen. Aber Vorsicht! Die meisten Spezialisten heute, die sind ja gekauft. Auch die Empfehlungen im Internet sind längst fragwürdig, weil die Menschen aus allem ein Geschäft machen. Und das Interessante an unserem Leben ist ja, für was bezahlen wir denn die Menschen?
Wir bezahlen sie für die einfachen Denkprozesse. Was meine ich damit? Ein Manager muss heute nicht mehr in die Zukunft schauen, so wie früher nach dem Krieg, wo die Unternehmer Visionen haben mussten. Er muss auf die Aktienkurse schauen. Und jetzt mal ganz grob übertrieben, er muss auf den Aktienkurs von morgen schauen. Den muss er analysieren können. Da muss er wissen, was tun und was unterlassen, dass ich morgen mit meinen Aktien oben bin. Weil die Aktionäre, und um die geht es, die haben die Macht, die wollen schnelles Geld. Die wollen nicht warten. Meine sicherlich sehr provokative Ansicht. Wir zahlen die Besten unseres Volkes, die Besten der Welt. Wir zahlen, damit sie die schnelle Mark organisieren, den schnellen Euro, den schnellen Aktienkurs. Und jeder, der eine Vision hat, der wird gar nicht erst angehört, weil man sagt, was wollen wir darüber wissen, was in einem Jahr ist oder in 2 oder in 5 oder in 10 oder in 20 nach uns die Sintflut. Da heißt es, wir sind die Nation der großen Denker. Noch nie sind die großen Denker so schlecht bezahlt worden wie heute. Und mit bezahlen meine ich nicht nur Finanzielles, sondern auch die Anerkennung in der Gesellschaft. Noch nie sind die großen Denker unserer großen abendländischen Kultur so niedergemacht, so kränkt, so beleidigt worden, so zugeschüttet mit Hassreden, mit Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Alles schön und gut. Niemand ist unkritisierbar. Auch nicht unsere Denker. Aber da kann man schon mal schnell unterscheiden zwischen denen, die wieder gekauft sind und richtig gut bezahlt werden. Also auch da bezahlen wir nicht die Denker, sondern die Lügner. Wir leisten uns den Luxus, die Denker zu verfluchen, anstatt sich mit ihnen fair und anständig und argumentativ auseinanderzusetzen. Den Luxus leisten wir uns. Und die, die keine Vision haben, sondern von heute auf morgen planen, denen schieben wir alles in den berühmten Hintern. Also das hat mir mein Papa schon als kleines Kind vorgeworfen. Ich soll mal ein bisschen weiterdenken. Nicht nur von heute auf morgen. Ob das heute noch reicht mit den Hausaufgaben, damit ich wenigstens morgen bestehen kann, sondern ob das reicht, um am Jahresende eine gute Note zu haben. Wir müssen, wenn wir da nicht noch mehr auf die Schnauze fallen wollen, wieder zu den Visionären gehen. Start-ups? Ja, das ist so eine schöne Sache. Da will jemand was entwickeln, was vielleicht wieder was Gutes ist für die Menschheit, aber er braucht Geld. Und dementsprechend muss er sich schon wieder dem Geldgeber unterwerfen. Und ruckzuck ist er am Aktienmarkt und ruckzuck
wird die visionäre Idee kastriert, nicht mehr was tut der Welt gut, sondern was tut dem Aktienmarkt gut. Ach ja, es ist ja nicht, dass man redet, man sagt ja bloß, die wirren Gedanken vom kleinen Wicht, vom deutschen Michel, vom Gartenzwerg, von den Gartenzwerg-Menschen. War natürlich alles nur Satire und nicht ernst gemeint, ganz klar. Warum? Seht ihr, was der Gartenzwerg macht? Das Zeichen für selber denken, nachdenken, gründlich nachdenken, vorausschauend nachdenken, Weichen stellen. Hallo! Waren wir nicht mal früher so ein Volk nach dem Krieg, das alle Probleme gelöst hat? Und das waren, weiß Gott, andere Probleme als die, die die AfD heute hat oder die FDP oder der Herr Seehofer mit seiner Obergrenze. Viel Glück, alles Gute. Ringfrei für die Hasskommentare an mich. Ich werde sie genießen.